Von ihnen fehlt seit 8 Jahren jede Spur. Die 43 Studenten eines linksgerichteten Lehrerseminars verschwanden im September 2014 nahe der mexikanischen Stadt Iguala, als sie auf dem Weg zu einer Demonstration in der Hauptstadt waren. Jetzt haben die Behörden den damals für die Ermittlungen zuständigen Generalstaatsanwalt festgenommen. Jesús Murillo Caram wurde in seinem Haus in Mexiko-Stadt wegen Verschwindenlassens, Folter und Rechtsbeugung verhaftet. Er war 2015 für eine offizielle Erklärung zu den Hintergründen der Tat verantwortlich. Demnach wurden die Studenten von korrupten Polizisten verschleppt und an die Drogenbande Guerreros Unidos ausgeliefert. Diese sollen die Studenten ermordet und die Leichen verbrannt haben. Die Familien der Studenten und unabhängige Experten zweifeln die offiziellen Ermittlungsergebnisse aber an. Laut einem jetzt von einer Wahrheitskommission veröffentlichten Bericht tragen auch Soldaten eine Mitschuld am Verschwinden der Studenten. Die Wahrheit herauszufinden, stärkt die Institutionen und trägt zur Bestrafung der Verantwortlichen bei. Auch 14 Mitglieder der Guerreros Unidos wurden festgenommen. Gegen 64 Soldaten und Polizisten wurden Haftbefehle erlassen. Sie alle sollen in das Verschwinden der 43 Studenten verwickelt sein.